Zusammen sind wir Deutschland. Auch 2017 wurde der Tag der deutschen Einheit fröhlich gefeiert. Diesmal in Rheinland-Pfalz, da das Land derzeit den Vorsitz im Bundesrat hat. Im Herzen der Landeshauptstadt präsentierte sich Deutschland in all seinen Farben. Alle 16 Bundesländer und die Verfassungsorgane waren auf dem großen Bürgerfest in Mainz dabei. Wer noch nie im Bundesrat war, hatte die Chance, ihn hier kennenzulernen. Höhepunkt im Bundesratspavillon war die symbolische Amtsübergabe der Bundesratspräsidentschaft. Vor hunderten Zuschauern übergab Bundesratspräsidentin Malu Dreyer den Staffelstab des Bundesrates an ihren Nachfolger Michael Müller, dem regierenden Bürgermeister von Berlin. Ab 1. November ist er Präsident der Länderkammer. Na, einerseits bin ich natürlich auch gespannt und ein bisschen aufgeregt. Das ist ja etwas ganz Besonderes, wenn man als Ministerpräsident, als regierender Bürgermeister auch Bundesratspräsident werden kann. Also eine große Verantwortung, einerseits den Bundesrat auch zu leiten, noch enger zusammenzurücken mit den Kollegen, aber auch natürlich Repräsentant zu sein für unser Land. Staatsgäste empfangen und Auslandsbesuche machen, das ist schon etwas Besonderes und darauf freue ich mich sehr. Ich bin nicht wirklich wehmütig, das wäre das falsche Wort. Es war ein wunderbares Jahr, ich habe es sehr genossen. Ich denke, wir haben auch einiges erreicht im Bundesrat. Aber es ist auch eine starke Doppelbelastung als Ministerpräsidentin. Und so freue ich mich einfach darüber, dass ich die Chance hatte und habe heute den Staffelstab weitergegeben. Ja, das ist auch ein Moment, wo sich alles wieder ändert. Aber es war einfach ein gutes Jahr. Und ich bin froh, dass wir die Regelung haben, dass die Ratspräsidentschaft jedes Jahr auch wechselt. Im Pavillon des Bundesrates konnten die Besucher mit Mitarbeitern des Hauses sprechen. Wir haben ein bisschen was von der politischen Arbeit mitgenommen, wie es im Bundesrat funktioniert, auch die verschiedenen Ebenen, wie diskutiert wird. Und das hat uns eigentlich sehr gefallen. Auf der Bühne standen Ministerpräsidenten und Minister Rede und Antwort. Wer beim Bundesratespiel richtig lag, konnte begehrte Souvenirs mit nach Hause nehmen. Und auch die kleinen Besucher fühlten sich ganz offensichtlich wohl. Das alles und noch einiges mehr hat das Bürgerfest am Tag der deutschen Einheit in der Landeshauptstadt Mainz gezeigt. Besuchen Sie uns wieder im nächsten Jahr. Dann wird der Tag der deutschen Einheit in Berlin gefeiert.